Hallo und herzlich willkommen zu dieser Auslosung unseres 100-Folgen-Special-Gewinnspiels. Kann man das so sagen, ja. Mit dabei natürlich wieder meine zauberhaften Kollegen GoBy und McFly. Die da gerade irgendwie Schabernack treiben, wie ich sehe. Ich wollte gerade fragen, ob er behindert ist. Ja, ich komm mal hier rein. Wir freuen uns jetzt. Anne, komm rein. Wir sind komm, hier ich bin in so dick für die Tür. Wir sind hier in der Auslosungsbank. Das hier ist nämlich eine Bank, wie ihr unschwer erkennen könnt. Die ist noch nicht ganz fertig, aber... Die ist noch nicht ganz fertig, das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Der Kollege McFly wird uns jetzt die Gewinner verlesen. Aber Moment, ich muss noch ganz kurz was erklären. Und zwar, es haben so viele Leute mitgemacht beim Gewinnspiel. Also mehr, als wir erwartet hätten. Und wir haben uns gedacht, wir können das ja auch so machen, dass wir drei Gewinner haben. Sprich, in der 100. Folge sind wir nur mit einem, in der 101. Folge dann mit zwei Leuten, also mit dem ersten und zweiten Platz, und in der 103. Folge mit dem ersten, zweiten und dritten Platz. Ja, soweit verstanden, Leute? Ja, ob wir das verstanden haben, nee, ja, ihr habt's verstanden, gut. Nein, also so. Und jetzt, Trommelwirbel, werden wir die Gewinner verkünden. Wir werden euch natürlich auch noch so anschreiben auf YouTube. Ich habe eine Liste vorbereitet. Also wenn ihr glaubt, ihr habt gewonnen, dann guckt in euer Postfach bei YouTube. Und ja, Maxini, a.k.a. McFly, wird euch jetzt die Gewinner verlesen aus dieser Gewinnerliste. Und die Gewinner sind das Miperium, Julius Schmucker und Rudelrocker X Rudelrocker. Rudel X. Lockerrudel. Das sind ja auf jeden Fall die drei Namen, die wir ausgelost haben. Das war auch die Reihenfolge. Also quasi der erste Platz ist das Mypirium und so weiter und so fort, wie Max das gerade vorgelesen hat. Und wie Anne schon korrekt sagt, in der 100. Folge ist auf jeden Fall der Platz 1 dabei. Und sagen wir, Platz 1 ist nicht da, beziehungsweise nicht mehr auffindbar, interessiert sich nicht mehr für uns, ist im Urlaub, was weiß ich. Dann rückt automatisch Platz 2 auf Platz 1. Mhm. Und dann auch Platz 3. Und wenn alle drei nicht da sind, dann suchen wir uns neue Gewinner. Dann suchen wir uns neue Gewinner, das ist richtig so. So, jetzt muss ich gerade überlegen. So, heute, am Samstag kommt die nächste Folge. Wir nehmen jetzt 4 Folgen auf. Das haben wir für Samstag, bis nächsten Samstag. Ich würde sagen, wir sagen bis zum Sonntag, dem 29. muss sich die Person gemeldet haben. Ist das korrekt so, Das Kollegen? Ist korrekt so. Alles klar. Also der Gewinner muss sich, oh, save the world, das ist schon mal gut, der Gewinner muss sich bis zum 29.06. 23.59 Uhr gemeldet haben. Und damit wir das abklären können und Wegen des Aufnahmens, weil das muss halt direkt zeitnah. Richtig. So, und heute seht ihr dieses Video und morgen geht's wieder weiter mit dem normalen Let's Play, denn wir haben ja noch 4 Folgen, bis es dann endlich wieder losgeht, richtig? Das ist richtig, liebe Anne. Ja. Weißt du, ich brauche heute viel Bestätigung. So. Ich merke das. Das war's auch mit der. So, Gemeinde. Amen will ich hören. Ein Amen. Amen. Praise Lord. Amen. Okay. Bitte was? Warst du noch nie in so einem Baptistengottesdienst, in so einer Gospelgemeinde? Naja, gut, wie auch immer. Off topic. Vielen Dank. Wie gesagt, wir freuen uns, dass ihr gewonnen habt. Und wenn ihr das Video seht, freut ihr euch natürlich noch mehr. Und ich freue mich auch darüber. Morgen geht's weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall richtig doll. Und sehen uns dann allerspätestens in der nächsten Folge. Und sonst im 100-Abonnenten-Special, hätte ich beinahe gesagt. In der 100-Folgen-Special. Also bis dahin. Ciao. Tschüss.